Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir mal in die Trendradar Trendbox aus dem Monat Mai. Mein Geburtstagsmonat wohlbemerkt. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Trendradar Trendbox bekomme ich in der Kooperation zugeschickt, verlos euch aber jedes Mal ein selbst zusammengestelltes Beauty-Paket. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter dem Video in der Infobox. Schau gerne mal rein. Wir haben hier mindestens 10 Produkte pro Monat drin, aus den Bereichen Beauty, Lifestyle und Food. Und die kostet ab 29,95 pro Box und pro Monat. Und wenn man 12 Monats-Abo hat, bekommt man auch noch einen Trend-Goodie on top. Also das ist quasi nochmal günstiger und man bekommt noch ein extra Produkt. Und ich habe einen Code, Claudi15 müsste das sein. Damit bekommt ihr 15% Rabatt auf die erste Box. Ihr hört die Vögel, ich habe das Fenster einfach mal aufgemacht. Wir haben es heute sehr warm gehabt und jetzt darf hier mal ein bisschen durchgelüftet werden. Ne? Und wir schauen jetzt einfach mal in diese wunderschöne Box rein. Die kommt immer im gleichen Design, die kann man auch super immer weiter verwenden und versenden, mache ich auch. Das ist auch immer so eine schöne Box für mich persönlich, um Beauty-Pakete zum Beispiel zu packen und so. Und ein bisschen Füllmaterial haben wir hier. Outdoor Adventure ist das Thema. Jedenfalls steht das hier auf dem Klebi drauf. Und ich erlebe aktuell auch tatsächlich die Außenwelt sehr intensiv, was ich positiv finde. Und hier habe ich schon mal den ersten Blick in die Box und das spricht mich schon direkt an. Oh mein Gott, warum spricht mich das an? Da kommen wir gleich zu. Wir haben erstmal hier, also ich habe ein Kärtchen drin, weil es eine Kooperation ist. Die Box kommt aus Berlin und hier wird sich auch nochmal bedankt für die Kooperation und die Möglichkeit. Das ist von der lieben Lilly. Sehr, sehr gerne, liebe Lilly. Also die Trendradar Trendbox finde ich immer wieder sehr spannend, weil die auch manchmal mit so einem Augenzwinkern kommen. Ne? Also wir hatten hier schon die wildesten Produkte drin. Diese Kärtchen kann man sammeln von 1 bis 10, dann bekommt man eine Gratisbox. Und hier habe ich dann einmal das Heftchen, wo alles soweit auch drin steht und auch die Produkte, die Preise und so. Und da schauen wir doch mal gemeinsam rein. Also, deine Outdoor-Adventure-Box. Der wunderbare Wonnemonat Mai ist da und lockt dich ins Freie. Es ist an der Zeit, die Natur zu erkunden. Voller Entdeckerlust machst du dich bereit für aufregende Erlebnisse. Und dabei unterstützt dich deine Trendbox im Mai perfekt. Schon für die Planung deiner Abenteuer findest du spannende Tipps und Inspirationen. Weiter geht's mit den hochwertigen Wellness-Must-Haves, mit denen du dich optimal für einen Tag im Freien vorbereitest. Und auch für unterwegs findest du praktische und zugleich stylische Lifestyle-Produkte, die dich begleiten, sowie leckere Snacks und belebende Drinks für neue Energie. Du bist jederzeit bestens vorbereitet für spannende, nachhaltige Unternehmungen. Feel the Nature mit deiner Trendbox im Mai. Das passt definitiv zu mir sehr, sehr gut. Ich bin aktuell auch sehr viel draußen. Nicht nur mit Julius, der laufend die ganze Welt erkundet, sondern auch einfach, weil ne, das Wetter lockt einen raus. Ab morgen soll es nicht mehr so schön werden, aber ich genieße es in vollen Zügen. Dann hast du die Möglichkeit, vielleicht ein Green Ticket hier in der Box zu finden. Dann hättest du hier so einen Rucksack für Umme mit dabei gehabt, was auch sehr cool ist. Und wie gesagt, hier sind die Produkte aufgeführt. Tüdelü, dann gucken wir da einfach gleich mal durch. Dann haben wir einen italienischen Brotsalat, wie man die Box wiederverwenden kann. Und den Spoiler für den Juni, deine Trendbox im Juni. Mit dem Juni kündigt sich die schönste aller Jahreszeiten an. Der Sommer beginnt, der längste Tag des Jahres steht bevor und die Natur begrüßt dich in voller Pracht. Du erfreust dich an den üppigen Farben und genießt das Leben. Deine Trendbox im Juni bringt noch mehr gute Laune und Farbe in deinen Alltag. Dich erwarten kunterbunte Farbtupfer für Küche und Bad, erfrischende Drinks und köstliche Leckereien. Hier ist gute Laune garantiert. Feiere den Sommer mit deiner Trendbox im Juni, ab dem 1.6. erhältlich im Trendradar Online-Shop. Das ist ziemlich cool und ja, ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal so rein. Ne? Ich bin schon neugierig und das ist tatsächlich das Produkt, was mich eben direkt angesprochen hat. Ist auch noch gut haltbar, das kann ich auch noch gut essen, von Sammy's kerniges Sandwich. Ich weiß nicht, die kannst du natürlich auch toasten, die kannst du aber auch so essen. Ne, finde ich ganz gut. Für Julius ist es jetzt, glaube ich, noch nichts, weil man da halt wirklich zu viele diese, ist es Hafer oder ist es Weizen? Weiß ich nicht. Und halt diese Sonnenblumenkerne und so mit dabei hat. Ne, Kürbiskerne, ne, das muss jetzt noch nicht unbedingt sein. Aber für mich ist es halt großartig. Ich bin halt schon so ein, ne, ein Brotmensch. Dann habe ich hier was drin, das hatte ich auch schon gesehen bei Melli, weil die hat auch schon das Unboxing hochgeladen. Mello Flori, schaut gerne mal bei ihr vorbei. Bio Loco Plant, aus Liebe zur Natur. Das ist ein ganz praktisches Produkt, das ist so ein Lunchpot. Und wir haben sowas auch von meinem Müsli schon und den verwende ich tatsächlich auch recht häufig. Und Julius liebt das Teil übrigens auch.
mops das immer aus meinem Schrank. Ne? Und hier hätte man auch verschiedene Designs haben können. Ich habe jetzt dieses hier und das sieht wirklich sehr, sehr, sehr stilvoll aus. Ne? Ich meine auch, dass wir in der Box immer irgendeinen Mindestwert haben. Ich weiß nicht, ob das 70 Euro sind oder so. Habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, aber ich meine schon. Genau, und dann haben wir hier so ein, ne, da kannst du dir halt das, was auch immer reinmachen. Keine Ahnung, was Flüssiges zum Beispiel, weil das hier auch echt gut schließt. Da ist auch noch so eine Gummidichtung mit drin. Und ist aber, glaube ich, kein Thermobecher, ne? Und hier oben kann man dann Topping oder so reinmachen, wie man möchte, ne? Dass es halt nicht zusammen dann kommt, finde ich auch sehr gut. Auch das würde, wenn man das halt so lagert, quasi mit einer Dichtung schließen. Das ist schon cool. Also finde ich praktisch für unterwegs auch wirklich gut geeignet, ne? Dass wenn man auch so in Urlaub fährt, auf Reisen fährt, wie auch immer, kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass man halt vielleicht auch so ein bisschen für die jüngeren Kinder halt so Milchpulver oder sowas auch mit reinmachen würde. Finde ich schon cool. So, dann habe ich hier das Trend-Goodie, glaube ich, ne? Jo. Das ist das Trend-Goodie. Das bekommen nur diejenigen, die auch ein 12-Monats-Abo abgeschlossen haben. Hin und weg mit Zitrone und Grapefruitöl. Eine Fußlotion mit Applikator. Das finde ich ja cool von Tway. Also ich persönlich creme mir jeden Abend die Füße ein und ich finde es auch unheimlich wichtig. Also, ne? Die Füße tragen mich durchs Leben. Ich belaste sie halt schon sehr. Und jetzt gerade laufe ich halt enorm viel barfuß rum, weil es gesund ist und weil es gut tut. Und da kommt so eine Fußlotion echt wie gerufen. Ja, Zitrone und Grapefruit. An den Füßen kann ich Zitrone gut haben. Am Körper brauche ich jetzt nicht unbedingt was mit Zitronenduft. Das ist nicht ganz so meine Welt. Aber man sagt ja auch, diese ganzen zitrischen Düfte sind ja nicht nur belebend, sondern halt auch so ein bisschen... Die machen glücklich angeblich, ne? Dann habe ich hier Energieliebe drin. Ein Energy Drink, den brauche ich jetzt abends um 20 vor 10 nicht trinken. Mit 11 Vitaminen, Mineralstoffen, Acai, Goji, Moringa, Koffein aus Guarana, Baobab, Limette. Sehr, sehr cool. Also den werde ich mir morgen früh mal trinken, denke ich mal. Wird meinen guten Morgenkaffee nicht ersetzen, denke ich. Nee, nichts ersetzt meinen guten Morgenkaffee. Aber so, ne, als kleiner Energiekick zwischendurch. Man ist ja wirklich schon viel auf Achse. Und ihr seht es ja auch jetzt, dass ich halt wieder auch so spät filme. Das ist halt bei mir normal, dass ich halt auch immer sehr, sehr lange wach bin und so. Einfach, ich muss mir das halt immer so ein bisschen takten, dass ich auch einfach meine Arbeit unterkriege. Und dann ja, mache ich das halt quasi, wenn Julius im Bett ist. Ne? Jo, dann habe ich hier eine Zahnbürste drin. Und zwar True Morrow Dental mit Zahnärztinnen entwickelt. Bambus-Zahnbürste. Ja, das ist schön. Das ist ein nachhaltiges Produkt. Bambus ist der wohl am schnellsten nachwachsende Rohstoff der Welt. Und dann haben wir auch noch Rizinus-basierte Premium-Borsten. Mag ich persönlich nicht so gerne. Ich liebe ja wirklich meine... Ultraschallzahnbürste, die macht auch wirklich vieles gut. Ich finde schon, dass meine Zähne gut aussehen. Kann man sich nicht beschweren, wobei ich die ja tatsächlich einfach genetisch bedingt sehr weiß habe. Aber ich pflege sie auch sehr. Und ja, gut, die ist weich, die ist rosa, das ist schön. Bin ehrlich, entweder werde ich die an eine Freundin weitergeben oder ich werde sie zum Putzen verwenden. Weil sowas, also so Zahnbürsten, so Einmalzahnbürsten oder so, oder nicht einmal, Einwegzahnbürsten, nehme ich ganz gerne, wenn ich in irgendwelche wilden Ecken nicht so gut reinkomme. Dann habe ich sowas halt immer irgendwie bei uns im Haushaltsschrank stehen. Ist aber ein bisschen schade drum, ne? Das heißt, das weiß ich nicht, ob ich das dann... Muss ich mal gucken. Eigentlich haben wir noch eine da. Dann habe ich hier einen Riegel drin und wir finden... Nee, das ist kein Riegel. Das ist ein Hazelnut Buttercup. Oh, von Lyca. Mit dunkler Schokolade. Das ist was für meinen Freund. Ich wollte jetzt nämlich sagen, einen Riegel finden wir eigentlich auch immer hier drin, was ich gut finde. Aber auch solche Buttercups finde ich lecker. Das ist tatsächlich mit Haselnuss. Steht hier auch drauf, Claudia. Hast du selber gerade vorgelesen, ne? Ja, aber das ist dann, wie gesagt, eher was für meinen Freund. Dunkle Schokolade bin ich nicht so ganz so Fan von. Eher auch nicht so ultimativ. Mal gucken, ob er es mag. Müssen wir mal schauen. Jo, dann habe ich hier noch ein bisschen Beauty am Start. Flaneri, das ist eine Marke, die wir auch öfters hier drin finden. Die ist sehr, sehr hochpreisig. Dadurch werden wir jetzt auch einen krassen Boxenwert haben. Wild Jasmine, also wilder Jasmin, liebe ich ja, ne? Und Hyaluronsäure. Dark Circles Relief and Uplift Eye Serum. Das wird teuer sein. 20 Milliliter, ne? Das ist schon mal eine krasse Sache.
Flânerie ist jetzt nicht so eine Marke, die wir so ganz normal in den Läden so finden. Aber das finde ich jetzt auch nicht so schlimm, weil ich finde, solche Beauty-Boxen oder Lifestyle-Boxen sind auch ein bisschen dafür da, um neue Marken kennenzulernen und einfach auch mal was anderes in den Händen zu halten als das Übliche, was man sonst so immer kauft. So, ne? Ja, finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Weiß jetzt nicht, ob Hyaluronsäure mir jetzt so alleine reichen würde. Ist vielleicht dann so ein Add-on. Wenn man auch noch eine andere Augencreme drüber gibt, so verwende ich gerne Augenseren, weil ich halt auch eine sehr, sehr feuchtigkeitsbedürftige Haut habe und meine Haut das auch verträgt, dass ich da richtig Kabittjes gebe. Ne? Also würde ich die halt erstmal so drunter machen und da drüber dann wahrscheinlich nochmal eine reichhaltige, vielleicht dann abends, wenn es halt richtig abgehen darf. Ja, denke ich mal. Ne? Warum die dann gegen Dark Circles sein soll, weiß ich jetzt nicht. Weil dann, doch, Niacinamide sind hier drin. Ne? Ich habe nämlich gerade die Inhaltsstoffe so überflogen. Niacinamide verwende ich nämlich auch eher so abends. Dann macht das Sinn. Dann haben wir hier noch was drin von Made by Nami Live Free. Das ist dieses hier zugetackert. Das schauen wir uns mal an, was hier drin ist. Ist auch so ein kleines Geschenk hier mit drin. Das finde ich ganz, auch ganz süß. Habe mich gerade gepikst hier. Schade, das muss man ja kaputt reißen. Oh, das finde ich ja. Oh, das ist süß. Das ist wirklich süß. Das ist oh, das erinnert mich ein bisschen an meine Jugend, wo wir ja quasi auch immer diese Freundschaftsarmbänder geknüpft haben. Ich weiß noch damals im Ferienlager. Nee, ich war damals als Leiterin auch mit im Zeltlager und so, ne? Und da habe ich auch mal irgendwann für gefühlt das ganze Zeltlager solche Armbänder geknüpft und weiß noch, dass ich echt die ganze Zeit, also Monate vor diesem Zeltlager, immer wieder diese Armbänder geknüpft habe. So krass. Da waren wir nämlich auf Berlin-Klassenfahrt in der 10. Klasse und dann bin ich auf der Fahrt nach Berlin, habe ich da gesessen, habe dann quasi mit einer Sicherheitsnadel den Knoten an dem Sitz vom Vordermann befestigt und dann die ganze Zeit geknüpft, geknüpft, geknüpft. Dann haben meine Mädels, die mit waren, also meine Klassenkameradinnen, sich das auch abgeguckt und haben die auch mitgeknüpft. Das war richtig witzig, das war echt cool. Deswegen muss ich da immer dran denken. Und ja, das kannst du halt so durch Ziehen und Schieben wahrscheinlich in der Größe verstellen. Das ist ja normalerweise genau diese Technik, ne? Und dann kann man sich das entweder als Fußband machen oder als Armband. Ist echt süß und es passt schon in den Sommer. Es ist jetzt nicht unbedingt mein Vibe, aber im Hinblick darauf, dass wir Anfang Juni mit den Mädels, also mit meinen Zuckerpuppen aus der Clique, auf ein Mädelswochenende fahren, wo wir bei so einer 90er-Party sind, kann ich mir gut vorstellen, dass ich das mitnehme und dass ich das auch umtun werde. Das ist echt cool. Ja, hier steht dann noch ein bisschen was zur Marke mit dabei und ja, 15% Rabatt kann man da auch noch bekommen. Ja, sehr süß gemacht auf jeden Fall. Hat man noch ein bisschen, ne, Schmuck mit am Start. Dann haben wir hier von Cartier Cosmetic and Nature weißes Heilerde-Peeling. Oh, mit Aloe Vera. Im Gesicht würde ich persönlich das nicht verwenden, bin ich ehrlich. Auch wenn hier drauf steht, dass du es fürs Gesicht verwenden sollst. 12,5 ml sind hier drin. Vorgebraucht schütteln ist auch interessant. Ich würde es durchkneten. Das geht ein bisschen einfacher, weil es halt ein cremiges Produkt ist. Einfach weil ich im Gesicht kein mechanisches Peeling verwende. Wofür ihr das aber zweckentfremden könntet, wäre zum Beispiel für die Füße, Leute. Und das werde ich auch machen. Ja, ne? Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Und werde ich heute Abend mal machen, weil an den Füßen mechanisches Peeling, yo, im Gesicht, no, weil super sensible Haut, die mag das so gar nicht. Dann nehme ich gerne Enzympeelings. Dann habe ich hier von Dalio Naturkosmetik Teste mich. Das ist ein Produkt und zwar ein Shampoo, Repair and Care Shampoo für strapaziertes Haar. Das ist auf jeden Fall ganz süß, ne? Dass man hier auch so eine Probe mit drin hat. Solange das jetzt nicht unbedingt wehrtechnisch hier in der Box aufgeführt ist, bin ich da auch fein mit. Dann haben wir hier von True Gum plastikfreier Kaugummi mit Himbeere und Vanille. Super lecker. Also hört sich super lecker an. Ich kenne diese True Gums, die halten nicht ganz so lange vom Geschmack. Das ist halt wirklich mal eben so zum zwischendurch ein bisschen Geschmack im Mund kriegen oder erfrischen. Und dann sind die halt super schnell auch nicht mehr vom Geschmack leider vorhanden. Finde ich jetzt aber ehrlich gesagt gar nicht so schlimm, weil meistens nehme ich auch solche Kaugummis nicht für langfristig, sondern einfach mal so zum zwischendurch erfrischen, wenn man eh irgendwie unterwegs ist, ne? Dafür ist die Box ja auch irgendwie gedacht. Dann habe ich hier noch eins von Danio. Das ist die Spülung dazu mit 12 Millilitern. Ja, vielleicht nimmt man sich das mit, wenn man, ja, wenn man auf dem Mädelswochenende zum Beispiel ist. Dann habe ich hier eine Zeitschrift drin, die hatten wir auch schon mal. Und zwar von Anderswo. Europa nachhaltig entdecken. Das ist diese hier. Also wir hatten das letztes Jahr, glaube ich, auch drin, ne? Genau, also das, ja, wird wehrtechnisch aufgeführt sein.
ist ein bisschen, um sich wegzuträumen, ganz schön. Ne? Das kann man definitiv machen, dass man da einfach auch so ein bisschen Inspiration, schöne Bilder und so bekommt vielleicht. Aber ich bin ehrlich, ich lese sowas nicht unbedingt. Nee. Und ich brauche auch ein Printmagazin, nicht unbedingt in einer Trendradar-Trendbox, die ja für mich eher so eine nachhaltige Box ist. Wisst ihr, was ich meine? Da sehe ich dann eher, dass die vielleicht irgendwie einfach so einen Code reinpacken würden. Scan mich und du kannst es online lesen, so, ne? Was dann auch wahrscheinlich die wenigsten machen werden, aber trotzdem. Das ist so meine Denke dazu. Ja, dann habe ich hier noch was mit dabei, und zwar ein Lockenshampoo von Dalo. Ja, die haben hier richtig rausgehauen. 5 Milliliter sind hier drin. Dann habe ich hier noch ein bisschen Werbung für Green People und von Lyca und von Tomorrow. Und das war's. Schöne Produkte sind in der Box. Also man wird auf jeden Fall ein bisschen was naschen können, ein bisschen was für längerfristig. Da habe ich mich, glaube ich, letztes Mal drüber beschwert, dass wir halt nichts für längerfristig halt da haben. Ne? Das finde ich richtig cool. Dann halt auch ein bisschen Beauty mit dabei und doch praktische Sachen schon. Ne? Also ich finde, die Box ist schön konzipiert. Klar, dieses Serum, Augenserum wird den Wert hochreißen. Ansonsten halt echt coole Produkte. Was meint ihr? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Da können wir uns gerne dann austauschen. Und dann wäre es hier gewesen. Jo, wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.